Seife kann gute Laune machen. Nicht nur durch ihren Geruch, sondern auch durch ihre Optik. In einer kleinen Seifenmanufaktur in Ismaning kreiert Sophia Wagner echte Kunstwerke. Ich habe vor weit mehr als einem Jahrzehnt begonnen, Seife selber zu machen und mich in dieses Thema zu vertiefen und dabei festgestellt, dass das einfach toll ist, wenn man weiß, was da drin ist und vor allem, weil man sich ja austoben kann mit der Optik. Gemeinsam mit ihrem Mann hat Sophia vor einem Jahr die Münchner Waschkultur gegründet. Ihr Produkt ist in diesen Tagen gefragter denn je. Und durch die Corona-Krise erlebt die klassische Handseife eine kleine Renaissance. Die Auswirkung ist die, dass noch mehr Menschen sich mit dem Thema Seife auseinandersetzen, eben auch mit dem klassischen Seifenstück. Denn es kann ganz andere Dinge als die Flüssigseife, die wir so oft in Haushalten sehen. Denn ein klassisch gesiedetes Stück Seife, das eben mit Lauge entstanden ist, das hat eben einfach die Fähigkeit, dass Bakterien sich nicht so wohlfühlen. Und es liegt scheinbar daran, dass das die Fettschicht der Bakterien angreift. Die aktuell notwendigen Hygienemaßnahmen beanspruchen unsere Hände. Der Grund: Durch das viele Waschen wird der natürliche Schutzmantel unserer Haut massiv angegriffen. Je trockener und rissiger unsere Haut, desto anfälliger ist sie für Bakterien. Was also tun? Ich würde mir eine klassisch gesiedete Seife suchen, die eben schöne Inhaltsstoffe haben, möglichst mit in Anführungsstrichen pflegenden Aspekten, also eine höhere Unterlaugung oder Überfettung, wie man das so im Volksmund sagt, vielleicht sogar mit Schafmilch drin oder mit irgendwas, was eben reichhaltig ist. Wichtig ist übrigens auch, die Hände nach dem Waschen gut abzutrocknen. Bleibt die Haut feucht, trocknet sie später umso mehr aus. Über 70 verschiedene Seifenkreationen haben die Wagners im Angebot. Alle handgemacht. Sie tragen so schöne Namen wie Rosi oder Eisbachwelle. Oder wie wäre es mit diesem Exemplar? Unsere Weißwurstseife entsprang der Idee meines Mannes, der sich eine wünschte. Und da ist alles drin, was in der Weißwurst auch drin ist. Also Schweinewalz und frische Petersilie und süßer Senf. Riechen tut sie zum Glück nach Zitrone, nicht nach Wurst. Damit macht sogar Händewaschen in der Corona-Krise Spaß.